Hallo, das ist hier tatsächlich jetzt das Video, was ich mache, um einigen zu zeigen, wie ich das Update, was ich ja konvertiert habe, also auch ein wenig hinzugefügt habe natürlich, aber größtenteils konvertiert habe, installiere. Dazu ich habe ich werde alle Leute, die diese Sachen erstellt haben, die da in dem Teil vorkommen, ich hoffe, dass ich alle dazu aufsehen kann, wie Bloxy Pictures und Elcrack und so weiter. Ich werde die Kanäle bzw. die Leute, falls sie keinen Kanal haben, unten reinschreiben, damit die Leute sich nicht getriggert fühlen oder so, weil das steht ja auch alles zum freien Download, deshalb ist dies auch legal soweit. Ich möchte trotzdem die Leute dazu, also zumindest da lassen, damit die auch wissen, dass sie das gemacht haben und sich später nicht irgendwie traurig fühlen oder so. Das noch als Info, das ist von PlayStation 3 das meiste konvertiert, deshalb würde es ein paar Bugs geben, dass zum Beispiel an manchen Stellen halt zum Beispiel die Buttons sind halt PlayStation-Style. Das werde ich dann noch mit 3.0 verbessern. Dazu werde ich wahrscheinlich aber gar kein neues Video machen, denn das wird wahrscheinlich das gleiche sein sogar. Überwiegend. Nur dass halt die Media Arc dann ersetzt wird. Egal. Auf unserem Discord-Server, Link ist in der Bio, gibt es bei Mod Showcase das Pack, beziehungsweise ihr könnt den Link, ich schicke euch auch den Link unten rein, dann könnt ihr euch das direkt downloaden. Auf die geht ihr dann rauf, das ist hier die Seite, zack. Und dann könnt ihr hier das Pack runterladen. Das könnt ihr so lange dann eigentlich schließen. Dann habt ihr hier einen ZIP-Folder, den packt ihr. Dann, ja, was auch immer, WinRAR, 7-Zip, aber eigentlich WinRAR, ist auch egal welches ihr verwendet, ihr könnt auch das offizielle Windows-Entpackungssystem verwenden, das ist tatsächlich egal. Das brauchen wir nicht, heißt, du kannst löschen. Dann öffnen wir das hier. Gehen hier nochmal in den Ordner rein, den können wir auch gerne auf dem Desktop ziehen, aber müssen wir jetzt nicht. Und hier sehen wir schon ein paar Files drin. Kommt ganz drauf an, vielleicht verwendet ihr schon eins von diesen Files, für die, die es nicht machen. Ist hier WinSCP FileZilla, also für jeden, der es benutzt. Ich benutze eigentlich FileZilla. Ich werde jetzt auch eine Anleitung zu FileZilla machen, aber WinSCP funktioniert eigentlich ziemlich gleich. Nur dass ihr da anonymen Nutzer anhaken müsst, das ist sehr, sehr wichtig für die, die das nicht gemacht haben. Hier ist ein README, die müsst ihr, die solltet ihr öffnen, müsst ihr natürlich nicht, ich zwinge niemanden zu irgendwas. Ja, und hier steht auch nochmal, dass wir keine Haftung übernehmen oder so. Und ein kleiner Weg, aber viele haben das so nicht verstanden und Videos sind da meistens auch etwas entspannter. Kommen wir erstmal dazu. Wir haben hier FTP-EU Everywhere. Das können wir auch entpacken. Also mit dem offiziellen Programm oder natürlich auch mit dem mit jedem Entzippungsprogramm, was dafür geeignet ist, um ZIP zu entpacken. Zumindest sollte es funktionieren. Dann habt ihr hier FTP-EU Everywhere und nun braucht ihr eure SD-Karte. Ihr braucht natürlich eine gejailbreakte EU, das ist klar, mindestens Tiramisu. Ihr könnt auch mit Aroma machen, ihr braucht halt einfach nur ein FTP-EU bzw. ein FTP-Server-Tool, was auf der EU dann läuft. Diesen Ordner, ihr öffnet halt eure SD daneben, dann geht ihr halt in EU-Apps und auf beiden natürlich und zieht diesen FTP-EU Everywhere Ordner in Apps, also in EU Apps über zu eurer SD in dem gleichen Verzeichnis. Das sollte eigentlich klar sein.
So, wenn ihr das gemacht habt, switchen wir einmal rüber zu der Kamera. Die werde ich hier an der Stelle auch mal direkt oben öffnen. Das sollte funktionieren eigentlich. Ja. Mach die nur so ein bisschen über den Bildschirm. Sehen wir hier die View. Ich muss die einmal kurz neu starten. Wir machen das ja hier mit Tiramisu. Für jeden, der das noch nicht gemacht hat, drückt den Power-Button, haltet X gedrückt und dann könnt ihr nochmal X drücken, aber das ist ja nicht egal, ihr könnt das gedrückt halten. Dann kommt ihr hier in diesen Screen rein, hier wählt ihr Tiramisu aus, ihr könnt es einfach normal booten, ihr müsst es nicht als Default selecten, das müsst ihr nicht machen, ihr könnt es natürlich machen, aber ihr müsst es nicht machen. So. Dann seid ihr hier im Menü. Das sieht jetzt ein bisschen unordentlich bei mir aus, weil ich Tiramisu sehr wenig benutze. Öffnet ihr den Mi Maker, beziehungsweise den Homebrew Launcher. Also ihr könnt das natürlich auch von eurem Browser starten. Hauptsache ihr öffnet euren Homebrew Browser. Hier geht ihr nun etwas weiter bis zu dem Punkt FTP-EU Everywhere. Hier tippt ihr drauf und auf Load. So, jetzt seht ihr hier unten eure IP. Die habe ich hier natürlich zensiert, verständlicherweise. Aber diese tragt ihr jetzt an eurem PC ein. Die Wii U könnt ihr eigentlich beiseite legen. So, zack. Und dann an der Stelle, dann könnt ihr ja eure beiseite legen. Nun öffnet ihr hier in dem Ordner FileZilla, mache ich an der Stelle. Also, ihr müsst das natürlich installieren. Also, ihr öffnet das Setup. Dann ja. Macht ihr I agree. Das dauert eine Weile. Hier macht ihr bitte Disselin. Außerdem wollt ihr einen Power One Browser haben. Das denke ich aber nicht. Und dann klickt ihr Next. Dann klickt ihr hier Downgrade. Das ist eigentlich ziemlich egal. Also, bei mir ist es halt nicht der Fall. Und dann installiert ihr das Programm. Aber das sollte eigentlich jeder wissen, wie das funktioniert. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr hier unten eingeben FileZilla. Dann taucht dieses Fenster hier auf. In diesem Fenster gebt ihr nun die IP ein, die ihr gesehen habt. Ihr könnt das Fenster eigentlich so machen, wie ihr es haben möchtet. Also am besten so anpassen, dass es für euch gemütlich ist, weil wir müssen hier ein paar Files rüberziehen natürlich. Und geht hier eure IP an. Finden könnt ihr den Port eingeben, das müsst ihr aber nicht machen. Bei manchen müsst ihr das machen, aber dann klickt auf Verbinden. Seid euch sicher, dass ihr mit dem gleichen Internet verbunden seid wie eure Wii U-Konsole. Wenn dies nicht der Fall ist, dann funktioniert das nicht und dann gibt es keine Verbindung zu dem Server verbinden. Zum Beispiel, wenn ihr einen PC habt, der halt im LAN verbunden ist, müsst ihr das LAN-Kabel zwar nicht rausziehen, aber ihr müsst euch trotzdem mit dem WLAN verbunden sein, mit dem ihr verbunden ist. Klickt hier auf OK und dann seid ihr schon hier. Also ihr seid schon im Verzeichnis der Wii U-Konsole. Dann klickt ihr hier auf Storage MLC. Seid euch aber sicher, dass ihr die deutsche bzw. englische verbunden habt. Wenn ihr die englische habt, macht ihr das halt mit anderen Verzeichnissen. Also die europäische hat eine, zum Beispiel die japanische oder andere Verzeichnisse haben eine andere ID, die für das Verzeichnis gemacht ist. Das müsst ihr dann eigene Hand machen. Dazu kann ich nichts sagen. Ich habe jetzt nur die europäische Version gedownloadet und diese werde ich euch jetzt zeigen.
Dann geht ihr in User. Type. Hier, wenn das passiert, geht ihr einfach einmal zurück und klickt nochmal auf Title. Dann haben wir hier 005 000005 000e. Hier geht ihr rein. Das macht ihr ebenfalls in eurem Ordner. Dann geht ihr hier in 101D7500. Hier ebenfalls in 101D7500. Content. Auf beiden Seiten wieder das gleiche. Common. Common. Media. Media. Zieht nun die MediaView.org hierüber, einfach am besten ins Nichts. Dieses taucht jetzt hier auf. Hier klickt ihr überschreiben im Notfall, aber es müsste eigentlich schon gemacht sein. Überprüft es nur einmal und immer diese Aktion ausführen. Nun klickt ihr hier OK und die Übertragung wird gestartet. Ich mache dieses an der Stelle nicht, weil ich habe dieses Pack natürlich schon installiert und viele andere Veränderungen. Wenn ihr das gemacht habt, springt ihr eigentlich wieder hier zu Common zurück. Hier an der Stelle auch zu Common zurück. Könnt es aber auch mit diesen Doppelpunkten über dem Dings machen. Damit könnt ihr auch ein Verzeichnis zurückspringen. Dann auf Res. Ebenfalls hier auf Res. Title Update, ebenfalls in dem Ordner auf Title Update. Press und dies auf beiden Seiten wieder. Mob und hier natürlich auch auf Mob. Ender Dragon. Ender Dragon. Und zieht den Dragon Fireball rüber. Dann könnt ihr diesen Pfeil zurück benutzen, falls dies erfolgt ist. Hier drückt zweimal, also Doppelklick die zwei Punkte. Wird nun Illager aus. Hier auch Illager. Und zieht die Illusionist PNG, soweit bisher die einzige, auch rüber. Seid euch immer sicher, dass hier unten auch folgt, welche Übertragung steht. Das sollte sehr wichtig sein, weil falls fehlgeschlagen ist, könnt ihr es mal probieren, das zu markieren. Und dann alle Dateien zurücksetzen und wieder zur Warteschlange zufügen und hier dann Warteschlange abarbeiten. Nun gehen wir zurück. Hier auch nochmal zurück. Nun in Zombie Villager. Hier ebenfalls in Zombie Villager. Und kopieren alle diese Dateien rüber in den Ordner. Ist das erfolgt, könnt ihr nun zurückgehen zum Reiter Content. Hier könnt ihr ein wenig hochscrollen und ebenfalls zum Reiter Content gehen. Ihr könnt dies alles auch mit den Doppelpunkten zurückgehen, aber es ist am einfachsten hier Content auszuwählen. Nun geht ihr in den Ordner Wii U. Dies ebenfalls in FDP-Programm. Nun ist Sounds ebenfalls in Sounds. Bei den Sounds gibt es ein kleines Problem, das ist, dass der Sound beim Runterfallen von L-Crack, den Hersteller davon, etwas blöd gewählt wurde. Deshalb würde ich jetzt überdenken, die diesen Sound, also den Original-Sound behalten möchten, es ist wirklich nur der Sound, die würden dann gerne dieses Teil hier nicht übertragen. Diese neue Sounds haben möchten, ziehen dann die Datei rüber. Nun gehen wir zurück zu Minecraft Wii U Textures and Sound Update. Ebenfalls scrollen wir hier hoch oder klicken hier oben in der Spalte. Gehen wir zu Title. Heißt, wir können den Pfad bis zu Title entfernen und Enter drücken. Nun gehen wir zu 000500000 hin.
101D7500. Falls dies nicht auftaucht, liegt es daran, dass ihr die CD-Version habt. Bitte installiert die normale Version, um einige neuen Sachen zu haben, die leider nur so funktionieren. Da sonst habt ihr nicht das vollständige Update. Nun gibt den 7500 101D7500 ebenfalls auf der linken Seite. Nun in Content. Content natürlich auch beiden. Come on. Come on. Res. Und auch Res. Title Update. Title Update. Res. Res. Mob. Mob. Villager. Villager. Kopiert diese Texturen von dem Villager, von den Villagern rüber. Geht nun zurück zu Common. Nein, tut mir leid, Content. Content könnt ihr hier auch wieder auswählen und zurück zu Content gehen. Nun wählt ihr aus Music, Musik, auch hier Musik und auch rechts wieder Musik und kopiert alle Files, die ihr hier drin seht und zieht sie natürlich auch wieder links rein. Habt ihr das getan, geht ihr zurück zu Content, ebenfalls im anderen Ordner, geht zu Wii U. Und könnt ihr den Sound zur Verwässerung von alten Soundfiles, die dort ersetzt werden, nochmal einfügen. Ihr müsst dies nicht tun, ihr könnt dieses tun, wie schon gesagt. Und dann seid ihr mit 005 zu Ende. Nun müsst ihr aber bedenken, dass ihr nochmal zu Title zurück müsst. Und nun zu 005000E. 7500, also 101D7500, Content, Common, hier Common, dann Res, nun Title Update, Res und Res. Nun kopiert ihr bis auf den Mob-Folder, diesen haben wir schon ersetzt, die Colors.col, Item.png, Terrain PNG, Terrain Mipmap Level 2 und Level 3. Alle restlichen Files bis auf Mob. Seid euch sicher, dass ihr diesen Mob-Folder nicht reinkopiert. Dies könnte eurer Minecraft corrupten. Bei manchen Konsolen nicht, bei manchen Konsolen schon. Dies kopiert rüber und es sollte dann übertragen werden. Falls ihr es vergessen habt oder andere Dinge, müsst ihr natürlich wieder immer diese Aktion ausführen bzw. es überschreiben. Nun geht ihr ganz vorne zu dem Folder wieder hin, bzw. zu dem Ordner, wo die ganzen Files drin sind. Die Konsole bzw. die Verbindung könnt ihr nun schließen. Trennen diese Verbindung würde dann gehen. Nun schließt ihr dieses Fenster. Wählt Wii U Boot Title aus, den Ordner in dem Explorer. Geht dort auf Wii U Boot Title Editor. Entpackt den wieder. Könnt ihr natürlich wieder jedes Programm dafür verwenden, was es unterstützt. Wii U Boot Title Editor. Und hier nochmal Wii U Boot Title Editor. Hier führt ihr den Wii U Boot Title Editor aus. Gebt hier nun eure IP ein, die in FileZilla, tut mir leid, FTPEU Everywhere angezeigt wurde. Falls ihr diese vergessen habt schon, müsst ihr diese dann eingeben nach einem Restart von FTPEU Everywhere. Klickt nun, sobald ihr das getan habt, auf Connect.
wartet eine Weile, bis alle Titles geladen werden. Nun sind die Titles geladen. Nun klickt ihr auf Minecraft Update 101D7500. Wartet, bis die Datas gedownloadet werden. Geht zurück zu Wii U Boot Title und zieht den Icons and Backgrounds and Sounds Ordner auf Ordner. Wählt nun Import Icon Text aus und wählt in dem Ordner die Icon PNG aus. Klickt danach auf Import Boot DRC Text und wählt in Icon Background und Sounds die Background JPG aus. Klickt natürlich öffnen und nicht wie bei mir abbrechen, damit es auch gespeichert wird. Nun wählt ihr Import Boot TV Text aus. Geht ebenfalls in Icon Background Sound und wählt die Background JPG aus. Klickt wieder öffnen, damit es gespeichert wird. Nun drückt ihr auf Import Boot Sound. Wählt die Icons Background Sound und wählt hier die Boot Sound Wave. Klick öffnen, damit es auch gespeichert wird. Und könnt euch die hier über diesen Button anhören. No Loop muss definitiv drin sein. Und ihr könnt nun hier, falls ihr das möchtet, unter euren Reiter, heißt Deutschland, den Namen ändern. Beziehungsweise auch bei England, zu Minecraft. Ihr müsst dies nicht tun, aber ihr könnt es tun. Seid euch sicher, dass ihr nach jedem Reiter, den ihr geändert habt, auf Save drückt. Nachdem ihr alles getan habt, klickt bitte auf Send Data und wartet, bis Uploading finishes. Nach diesem Part könnt ihr Boot Title Editor schließen. Nun könnt ihr endlich den Ordner löschen, wenn ihr möchtet ein Backup davon haben. Nun könnt ihr auf eurer Video, wie ich es euch nun zeige, beziehungsweise ihr es eigentlich auch wissen solltet, den Home-Button drücken. Und nun könnt ihr nochmal den Home-Button drücken. Nun drückt ihr auf Beenden. Und nun bootet Wii U ins Wii U Menu. Nun wählt ihr Minecraft aus. Das Logo sollte sich bereits geändert haben. Falls es nicht der Fall ist, solltet ihr die Wii U einmal neu booten. Sound könnt ihr gerne aufdrehen. Damit ihr es hört. Und hier. Hier drunter seht ihr auch Bloxy Pictures, denn das habe ich drin gelassen, zu Ehre des Machers von dem Hintergrund bzw. FUI-Dateien. Nun könnt ihr Spielen auswählen und eigentlich geht alles klar. Ihr seht zwar unten die Buttons wie Auswählen sind PlayStation-Buttons, aber wer eine Weile Minecraft spielt, den sollte das weniger stören. Ihr könnt nun Minecraft Store auswählen, um zu sehen, dass es von PlayStation 3 ist, denn da steht PlayStation Store.
Ihr werdet auch an manchen Bugs sehen, dass zum Beispiel kein Text auftaucht. Dafür entschuldige ich mich, das werde ich versuchen zu lösen mit dem nächsten Update. Viel Spaß mit dem Update bzw. den Änderungen. Dann auf Wiedersehen.